Wie kann man als Rentner Steuern sparen? Ja, das Thema Rentenbesteuerung ist nach wie vor ein sehr heiß umstrittenes Thema. Man kann sich darüber aufregen, man kann frustriert sein, sich ärgern, wie auch immer. Man kann aber auch sich mit dem Thema beschäftigen, um herauszufinden, wie man die Steuerlast senken kann. Sichern Sie sich hier unter diesem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung. Oder aber auch speziell für Rentner habe ich auch hier drunter einen Gratis-Report als Anleitung für die Rentner zur Steuererklärung. Ja, wie man nun die Steuerlast senken kann, erfahren Sie in diesem Video. Bleiben Sie unbedingt dran und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Was können Rentner nun von der Steuer absetzen? Also grundsätzlich besteht für jeden Rentner die Pflicht, Steuern zu zahlen und eine Steuererklärung einzureichen. Durch den sogenannten Rentenfreibetrag und den steuerlichen Grundfreibetrag sind allerdings viele Rentner davon befreit. Rentner, die mit ihrem zu versteuernden Einkommen über dem Grundfreibetrag liegen, sind steuerpflichtig und müssen eben auch Steuern zahlen. Der Grundfreibetrag ist für alle einheitlich und beträgt für das Jahr 2020 für ledige 9.408 Euro und für Verheiratete eben das Doppelte 18.816 Euro. Für 2021 steigt der steuerliche Grundfreibetrag auf 9.744 bzw. 19.968 Euro an. Der Rentenfreibetrag ist individuell zu ermitteln. Entscheidend für diesen Rentenfreibetrag ist das Jahr des Renteneintritts. Also der Rentenfreibetrag wird im ersten Jahr des vollen Rentenbezuges festgesetzt und bleibt dann bis zum Lebensende gleich. Durch die Rentenerhöhung steigt der steuerpflichtige Teil der Rente im Laufe der Jahre an und dadurch werden immer mehr Rentner steuerpflichtig. Gehören Sie zu den Rentnern, die über dem steuerlichen Grundfreibetrag liegen, können Sie bestimmte Ausgaben von der Steuer absetzen, um Ihre Steuerlast zu senken oder auch gar keine Steuern zu zahlen. Folgende Ausgaben können Sie von der Steuer absetzen. Das sind einmal sonstige Vorsorgeaufwendungen. Wir schauen uns das gleich nochmal im Einzelnen an. Dann die Sonderausgaben, Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen, haushaltsnahe Dienstleistungen und den Altersentlastungsbetrag, den habe ich mal hier in Klammern gesetzt, weil der nur in bestimmten Fällen hilft, die Steuerlast zu senken. Darüber habe ich aber auch bereits schon ein Video gemacht. Den Link stelle ich Ihnen unter diesem Video zur Verfügung. Schauen wir uns nun mal im Einzelnen die Positionen an. Sonstige Vorsorgeaufwendungen, das sind Beiträge zu bestimmten Versicherungen. Also das sind erstmal die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, die Sie Ihrer Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt entnehmen können, wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind. Sind Sie privat oder freiwillig gesetzlich versichert, bekommen Sie von Ihrer Krankenversicherung eine gesonderte Bescheinigung. Aber auch Beiträge zu Krankenzusatzversicherungen, alle Arten von Haftpflichtversicherung, also private Haftpflicht, Hundehaftpflicht, Autohaftpflicht, Pferdehaftpflicht und so weiter, Unfallversicherung und Beiträge zu einer Sterbegeld- oder Risikolebensversicherung können Sie steuerlich geltend machen. Also Versicherungen, die nur den Todesfall absichern. Diese Beiträge erfassen Sie in der Anlage Vorsorgeaufwand. Und hier sehen Sie diese kleinen Es, das sind alles elektronisch übermittelte Daten, die der Finanzverwaltung eigentlich schon vorliegen. Also wenn Sie jetzt die Vordrucke benutzen, brauchen Sie eigentlich diese Daten hier nicht mehr einzutragen. Benutzen Sie eine Software, möchten Sie natürlich das steuerliche Ergebnis wissen und erfassen in Ihrer Software diese Zahlen. Als nächstes haben wir die Sonderausgaben. Zu den Sonderausgaben zählen beispielsweise Spenden und Mitgliedsbeiträge für steuerbegünstigte Zwecke, Kirchensteuer oder Unterhaltsleistungen an den dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehe- oder Lebenspartner. Für die Sonderausgaben gibt es eine gesonderte Anlage, nämlich die Anlage Sonderausgaben.
Und hier sehen Sie, ist nichts elektronisch übermittelt, weil das sind ja Ihre privaten Zahlen, von denen die Finanzverwaltung keine Kenntnis hat. Also die müssen Sie hier alle schön zusammentragen. Dann gibt es die Position außergewöhnliche Belastungen. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner und besonderer Art. Zu den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art habe ich auch bereits ein ausführliches Video veröffentlicht. Auch den Link stelle ich Ihnen unter diesem Video zur Verfügung. Also die außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art sind die, wo Ihnen eine zumutbare Eigenbelastung angerechnet wird. Also Zuzahlungen, gesetzliche Zuzahlungen, ärztlich verordnete Medikamente, Kuren, Heil- und Hilfsmittel und so weiter. Ich fasse jetzt hier nur noch mal das Wichtigste zusammen. Also das sind hier die Pflege- und Heimkosten, Unterhalt für bedürftige Personen und AGB steht für allgemeine, außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art. Diese Kosten werden ebenfalls in einer gesonderten Anlage außergewöhnliche Belastungen erfasst. In dieser Anlage wird auch der Behindertenpauschbetrag beantragt. Und hier möchte ich nochmal ganz speziell darauf hinweisen, dass Sie diesen Pauschbetrag unbedingt beantragen sollten, sofern Sie eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben. Also viele scheuen sich davor und sind der Meinung, dass sie ja eigentlich gesund sind, obwohl sie tonnenweise Medikamente aus der Apotheke beziehen. Das ist in meiner Praxis gang und gäbe. Stellen Sie unbedingt einen Antrag beim Versorgungsamt, wenn Sie in den letzten 2 Jahren ständig in ärztlicher Behandlung sind. Der Gesetzgeber gibt Ihnen hier die Möglichkeit, Steuern zu sparen. Und ab 2021 gibt es schon ab einem Grad der Behinderung von 20 einen Behindertenpauschbetrag, der eben Ihre Steuerlast senkt. Verschenken Sie kein Geld aus Eitelkeit. Dann kann man auch als Rentner Werbungskosten geltend machen. Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit den Werbungskosten eines Arbeitgebers. Wenn Sie hier nichts weiter angeben, bekommen Sie einen Pauschbetrag von 102 Euro. Also im Jahr. Das ist quasi so ein Pauschbetrag für Kosten eines Steuerberaters oder Rechtsanwalts. Sind Ihre Kosten höher als 102 Euro, sollten Sie diese in Ihrer Steuererklärung angeben. Allerdings prüft das Finanzamt sehr genau Kosten, die den Pauschbetrag übersteigen. Die Werbungskosten zu allen Renten werden nur auf der ganz normalen Anlage R erfasst. Also Werbungskosten für alle Renten nur auf einer Anlage. Also zum Beispiel Rechtsanwaltskosten, Steuerberatungskosten, vielleicht Kosten für ein Gerichtsverfahren. Das sind ganz unterschiedliche Positionen. Dann haben wir noch die haushaltsnahen Dienstleistungen, mit denen man Steuern sparen kann. Als Mieter können Sie bestimmte Positionen aus Ihrer Nebenkostenabrechnung steuerlich geltend machen, aber auch bestimmte Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt und haushaltsnahe Dienstleistungen. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen erfassen Sie in der Anlage haushaltsnahe Aufwendungen. Bei Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen werden 20% der Lohnkosten plus An- und Abfahrt direkt von der festgesetzten Steuer abgezogen. Also die verringern nicht ihr zu versteuerndes Einkommen, sondern werden direkt von der Steuer abgezogen. Demzufolge ist natürlich die steuerliche Auswirkung hier viel höher als bei den Vorsorgeaufwendungen, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Auch dazu habe ich bereits ein gesondertes Video veröffentlicht. Sie finden alle Links zu den hier erwähnten Videos unter diesem Video. Ja, wenn man sich damit beschäftigt und nicht nur immer darauf schimpft, dass man Steuern zahlen muss, kann man auch eine Menge Steuern sparen. Ja, meine lieben Zuschauer, vielen Dank, dass Sie sich das Video bis zum Ende angeschaut haben. Ich habe jetzt hier mal stellvertretend zwei Vordrucke. Man kann sich diese ganzen Vordrucke beim zuständigen Finanzamt abholen. Man kann sie aber aus dem Internet runterladen. Wenn Sie die beim Finanzamt abholen, sind die so grün. Das ist hier die Anlage Vorsorgeaufwand. Das ist die mit den
mit den ganzen E's hier an der Seite. E steht für elektronisch übermittelte Daten. Das sind die Zahlen, die der Finanzverwaltung in der Regel schon vorliegen. Also da brauchen wir auch nicht zu schummeln, die haben das alles. Das ist hier die Anlage haushaltsnahe Aufwendungen. Die ist so blassgrün. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Und das sind natürlich Zahlen, die die Finanzverwaltung nicht kennt, die nur Sie wissen aus Ihrer Nebenkostenabrechnung, aus Ihren Handwerkerrechnungen oder von Ihren haushaltsnahen Dienstleistungen. Ja, also das ist das nun mal als Beispiel für die, die die Vordrucke verwenden, und wenn Sie die aus dem Internet runterladen, sind sie eben grau. Lassen Sie mich gerne hier unten in den Kommentaren wissen, welche Themen für Sie interessant sind. Der Kanal ist ja für Sie, meine lieben Zuschauer, und es sollen auch Themen sein, für die Sie Interesse haben oder wo Sie irgendwelche Informationsbedarf haben. Ansonsten sehen wir uns am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin alles Gute wünscht Ihnen Jutta Martin.